So, bei mir Nico Marinovic, österreichischer Nationalkeeper, erster Torwart beim HBW. Nico, deine zweite Saison beim HBW. Du hast nun eine Änderung in der Mannschaft mitbekommen. Wie schätzt du den HBW diese Saison ein? Ich finde, wir haben eine kompaktere Mannschaft und also ein bisschen mehr Breite als letztes Jahr, obwohl wir 5 Spieler verloren haben. Ich finde, dass wir ein bisschen kompakter insgesamt sind und dass die alle Spieler in Angriff und in Abwehr einsetzbar sind. Und ich hoffe, dass wir so gut spielen wie bis jetzt und dann wird es auch gar keine Probleme mehr geben. Als Torhüter steht man oft alleine gelassen da, wenn die Abwehr nicht funktioniert, wie sie sein sollte. Dennoch hat sicherlich jeder Torhüter, auch du, Vorbilder. Welches Vorbild ist auf der Torhüterposition bei dir der Fall? Na gut, also ich bin schon 34 Jahre alt und Omiye ist meine Generation. Natürlich, also gibt es ein paar überragende Torleute, die jetzt in Welt sind, noch immer spielen, wie Omiye oder Sterbik. Aber mein Vorbild, ich habe also nicht so ganz klar ein Vorbild gehabt. Natürlich, da waren die damals super, super Torleute wie Bašić oder Arnautović von Ex-Jugoslawien, wo ich herkomme. Das war eigentlich, Arnautović war mein Torwarttrainer und ich kann nicht sagen Vorbild, aber ich spiele so ziemlich ähnlich wie er damals. Auch du kommst vom Serienmeister aus Bregenz, hast Champions League gespielt, viele Meisterschaften gewonnen hier beim HBW, die Ziele eher nach unten korrigiert. Dennoch ist es die stärkste Liga der Welt. Wo glaubst du, wird der HBW am Ende der Saison stehen und wie hilft dir die Bundesliga für deine Karriere im Nationalteam für Österreich? Das ist auf jeden Fall also eine total andere Situation als in Österreich und das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei andere Paar Schuhe. Und natürlich ist schön, also immer um Meisterschaft zu kämpfen und die Titel zu holen, aber ich finde, also Bundesliga zu spielen ist was Größte, was einem Handballspieler passieren kann, neben Champions League natürlich. Und ich finde, du hast dann 34 Runden in Champions League und nicht nur 6 oder 8. Und das macht also richtig Spaß, immer gegen verschiedene Gegner zu spielen und immer sich wieder darauf einstellen. Und das natürlich hilft dir so, dass du so mehr Erfahrung sammelst, dass du natürlich mehrere Spieler kennst und natürlich später für Nationalteam das auch ausnutzt.